Sollen wir uns das Ödland noch anschauen, weil wir da noch überhaupt nicht gewesen sind? Also in allen anderen Themenbereichen haben wir zumindest mal angefangen. Ödland. Eine Stimme fürs Ödland. Ja, Ödland. Lass uns mal kurz ins Ödland reinschauen. Ach, guck mal hier. Ach, guck mal hier. Wyatt. Gerade von ihm gesprochen. Bauer Wyatt nimmt seine Aufgabe als Aufsichtsperson des Weizens sehr ernst. Die Aufsichtsperson des Weizens. Sehr schön. Kann ich das hier irgendwie zum Wachsen bringen? Nein. Okay, ja, hier. Hey. Bauer Wyatt, da haben wir ihn. Er freut sich auf das Weizen, wie er schreibt. Ozzel. Da, alles gewachsen. Heu 1, Heugabel 0. Okay. Kann ich den hier zur Seite fahren lassen? Ach, guck mal hier. Ach, wie schön. So, kann ich das Heu hier. Ah. Da ist sie. Unter dem Heu begraben. Wenn du dein Getreide gut bewässerst und ihm ein bisschen mehr Aufmerksamkeit widmest, erblickst du vielleicht diese seltene Blume. Was heißt denn mehr Aufmerksamkeit? Ach so, jetzt. Ah. Ah, okay. Ach, hey. Ah, da ist sie. Ach, wie schön. Das gefällt mir auch. Die Farm. Okay, die Farm. Ah ja, das geht aber. Ja, doch, die Farm ist übersichtlich, würde ich sagen. Schön. Gefällt mir aber. Und ist nicht so öde, wie ich gedacht hätte bei dem Namen. Ja, das können wir noch. Das machen wir. Komm. Förster Avon ist genauso sehr Künstler wie Holzfäller. Okay, das wird er hier sein. Der hier neben der Burning Man Statue steht. Es ist an der Zeit, dass die Physik Newtons Gedanken befruchtet. Der sitzt wahrscheinlich unter einem Baum und ich kann ihm vermutlich einen Apfel auf den Kopf fallen lassen. Wer von euch ist Newton? Und wie kann ich dafür sorgen, dass er einen Apfel auf den Kopf bekommt? Ah, hier, da sitzt er. Newton! Harry zufolge bleibt unsichtbares Rindvieh immer noch Rindvieh. Und macht dieses Rindvieh auch Mist? Auch unsichtbares Rindvieh macht Mist. Nur vielleicht unsichtbaren Mist. Hier. Da ist Harry. Können wir das Rindvieh denn irgendwie sichtbar machen? Okay. Alles klar. Es gefällt mir. Ach, guck mal, eine der Kühe suchen wir sogar. Der falsche Bulle Barney ist nicht sonderlich bewegt von diesem Pferch. Vielleicht liegt es daran, dass er nicht echt ist und keine Gefühle hat. Mu. Der falsche Bulle. Welcher ist denn hier der falsche Bulle? Ach da. Bing. Er ist das. So, wen haben wir hier vorne noch? Nadel ist vielleicht in keinem Heuhaufen, aber sie spielt trotzdem eine große Rolle. Haben wir hier. Hier Heurollen. Wir suchen die Nadel zwischen den Heurollen. Das war einfach. Hier bleiben.
So, was haben wir noch? Dieser verdorbene Fisch vertreibt potenzielle Kunden. Also irgendein... Was ist denn hier los? Was tun die da? Was feiern die da? Erntedankfest? So, der Fisch. Haben wir irgendwo einen Verkaufs... Da haben wir einen Verkaufsstand. Wo ist der Fisch? How much is the fish? Hier sind doch Fische. Ach da, ja. Verdorbener Fisch, da lag er. Diese Zylindervogelscheuche ist echt arrogant. Weizen muss es sein, gut bewässert und hochgewachsen. Erst dann bequemt sie sich dazu, hervorzukommen. Okay. So, das heißt, wir sind wahrscheinlich hier drüben wieder. Müssen wieder irgendwas zum Wachsen bringen oder so. Ach, guck mal hier. Herrlich. So, können wir hier irgendwas bewässern oder so? Okay, ich kann es scheinbar so wachsen lassen. Hochgewachsen. So. Was? Achso, hier geht's noch weiter. Nee, das ist kein Weizen. Was können wir hier alles wachsen? Na, wo ist die Vogelscheuche? Gut bewässert. Irgendwas muss ich hier wahrscheinlich noch tun. Ach, hier unten. Ach Gott. Oh je, ja, super. Okay. Da ist sie. Die Zylindervogelscheuche. Hier kann man ganz viel Weizen. Ja, der sieht doch ein bisschen anders aus. Das da oben war gar kein Weizen. Sorgen wir mal für eine reiche Ernte. So, und zu guter Letzt. Hühnchen Hans ist nicht sehr weit gekommen, aber zumindest ist er frei. Freiheit! Bis wohin ist er denn gekommen? Na? Also der wird ja wahrscheinlich von... der wird ja wahrscheinlich von hier aus abgehauen sein. Hühnchen Hans. Da hinten. Da ist er. Hühnchen Hans. Alles gefunden. So. Seit 2,5 Stunden bin ich schon wieder dran. Wenn ihr unbedingt wollt, würde ich euch anbieten, noch einmal in irgendein Level reinzuschauen. Da ich nicht weiß, wie groß die sind, möchte ich nicht versprechen, es komplett zu spielen. Also wenn ihr euch noch einmal etwas aussuchen wollt, danach ist aber auf jeden Fall Schluss. Eigentlich läuft das jetzt schon wieder länger, als ich gedacht hatte. Muss ja nicht das größte Level sein. Ja, ich weiß halt nicht, wie groß die sind. Also hier kannst du halt Glück haben und ganz kleine Level erwischen. Das könnte auch riesig sein. Deswegen, was möchtet ihr zum Abschluss noch einmal sehen? Wir hätten noch einmal das Ödland, wir hätten auf Tour, wir hätten den Strand und wir hätten die Fabrik.
Eins können wir noch starten. Ob wir es beenden, weiß ich nicht, weil kommt drauf an, wie groß und wie viel Aufwand und so weiter. Die werden ja immer größer, je weiter man in dem Bereich ist. Nicht zwangsläufig. Wir haben beim letzten Stream haben wir in der Stadt angefangen, bis auf das letzte Level. Und heute habe ich das letzte Level der Stadt als erstes gemacht. Und das war wieder nur so eine Geschichte... Ach, du kennst es doch. Du hast es doch gespielt. Das war wieder nur so eine Geschichte, wo du einem Auto auf seinem Weg durch die Stadt die Straße freimachen musstest. Also es war eine Sache von 2 Minuten, nur weil das Auto so langsam gefahren ist. Also das ging total schnell. Das war wie hier vorne das Baumhausdorf, wo einer durchgewandert ist und du musstest ihm den Weg ebnen. Und so war das in der Stadt auch. Jetzt musstest du nur dem Auto den Weg freimachen. Also solche Sachen gibt es zwischendurch auch. Von daher... Das muss ich wohl verdrängt haben, ja. Also ab und zu gibt es auch mal so kleine Zwischenspiele. Oder halt nochmal so ein kleineres Level zwischendrin. Also ein letztes. Wer möchte sich noch einmal was wünschen? Bevor wir das Spiel dann streamtechnisch beiseite legen und beenden. Auf Tour? Auf Tour. Gut. Wir schauen uns das nächste Auf Tour-Level an. Und dann war es das. Schau, das ist schon wieder überschaubar. Das ist doch super. Das machen wir jetzt noch. Und dann ist auch gut. Wir geben ein Konzert quasi. Ein Konzertsaal. Jede Menge. Was ist hier? Was ist mit dieser Nebelmaschine? Können wir die ausschalten? Da ist doch bestimmt jemand hinter, den ich brauche. Achso, hier. Strom. Strom klauen. Brauche ich den? Ja. Tatsächlich. Mystery Melvin. Mystery Melvin. Hinter seinem Akkordeon, scheinbar. Mystery Melvin ist die geheime Kraft hinter dieser Band. Okay. So, wen haben wir noch? Matt... Oh Gott. Matt Vai? Matt Vai? Wusste, dass er nicht die Plätze mit der besichten Aussicht bekommen würde. Okay, wahrscheinlich mit der besten. Das ist ein merkwürdiges Wort. Also er wusste, dass er nicht die Plätze mit der besten Aussicht bekommen würde. Aber diese Sitzplätze hätten eine schlechteste Sitzplätze der Welt Award verdient. Okay, schlechteste Sitzplätze? Oh, okay, das ist jemand anderes. Lucho. Hey, Lucho versucht hier zu schlafen. Okay, ich war auch eigentlich auf der Suche nach jemand anderem. Ja, da. Hinter den Pflanzen sitzt er und kann deshalb nicht sehen. Alles klar. Die Band hat Rody Seas den Rang des Klo zugeteilt. Chief Liquid Officer, der Flüssigkeitsdirektor. Okay. Der Flüssigkeitsdirektor. Na, guck mal. Den brauchen wir auch. Po Yu, was kann der? Sollte der Panflötenspieler... Der Panflütenspieler steht da. Sollte der Panflütenspieler urplötzlich ohnmächtig werden, weil ihm vielleicht jemand Rattengift in sein Getränk gemischt hat. Hallo? Eben noch gesagt, das ist kein brutales Spiel hier. Ist Po Yu bereit, sofort einzuspringen? Alles klar. Der arme Mann hat Rattengift in seinem Getränk. Oh Gott, oh, das Geräusch ist furchtbar. Ich entschuldige mich dafür. Ich weiß nicht, wie es bei euch angekommen ist, aber bei mir auf dem Headset war es ganz furchtbar. Okay, wen hatten wir noch? Achso, genau, hier den Chief Liquid. Wo mag der denn sein? Der sitzt irgendwo. Was hat es denn mit diesem Liquid auf sich? Wo haben wir denn hier irgendwelche Flüssigkeiten? Seht ihr irgendwelche Flüssigkeiten? Mach das mal weg. Mach das mal aus. Ah, hier. Bling. Der einzige Schrank, den ich noch nicht geöffnet habe, so ungefähr.
So, und damit fehlt uns ein einziges letztes Teil. Das letzte. Also das war jetzt der letzte Hidden Folk, den wir gefunden haben in diesem Spiel, im Stream. Und das allerletzte Teil, das wir suchen, ist ein Strumpf. Okay. Dieser Strumpf dämpft die Klänge der Saiten wundervoll. Die Partnerin des Musikers hat jetzt zwar einen kalten Fuß, aber sie steht ihm immer noch bei. Okay, die Saiten. Ein Saiteninstrument. Ach, guck mal. Hat sie? Ja, da ist der Strumpf. Okay, ich habe den Strumpf gar nicht gesehen. Ach, hier, da. Ich habe nur die Person gesehen, die jetzt hier, da. Ich glaube, die Frau hat jetzt einen kalten Fuß. Und da ist der Strumpf hier zwischen den Saiten am Piano. Okay. Damit würde ich dann jetzt tatsächlich zum Ende kommen von diesem Stream und von diesem Spiel. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch, dass ihr reingeschaut habt und dass ihr so tatkräftig mitgesucht habt. Eigentlich in allen drei Streams. Das war großartig. Und ja, also Wimmelbild scheint an für sich zu klappen im Stream. Können wir auch gerne nochmal wieder schauen, wenn jemand noch coole kennt. Ich habe gehört, der Mokai kennt ganz viele Wimmelbilder. Da können wir nochmal schauen, ob wir was Schönes finden. Das hier war, wie gesagt, heute das letzte Mal Hidden Folks. Das werde ich für mich alleine nochmal irgendwie weiterspielen und die restlichen Sachen suchen. Aber im Stream sehen wir das, glaube ich, nicht mehr. Also, bye bye, Hidden Folks.